Der Soundtrack von Täglich grüßt das Murmeltier ist so ein typisch zweigeteiltes Ding. Zum einen haben wir den Teil mit den Original Songs, unter anderem von Ray Charles, Nat King Cole oder wie gerade gehört, Susie Stevens. Und auf der anderen Seite haben wir den Original Score, die original komponierte Musik von George Fenton. Engländer. Jahrgang 1950, richtig. Ja, und 1950 ist übrigens auch Bill Murray geboren. Ja, der ist jetzt aber nicht dran. Der kommt später. Moment, oh Gott, das stimmt sogar. Hab ich ein Glück. Ja, okay, weiter. Okay. Fenton. Fentons erstes großes Engagement als Komponist und Musikdirektor war 1974 für das Stück Twelfth Night bei der Royal Shakespeare Company in London. Und bis heute übernimmt er auch immer wieder musikalische Arbeiten für das Theater. Das ist so ein, ja, nicht Steckenpferd, aber so ein kleines Hobby anscheinend mittlerweile von ihm. Ab 1976 war er hauptsächlich für die BBC tätig, hat da Soundtracks für diverse Dramaserien, Radio-Jingles und alles Mögliche rund um Fernsehen und auch Radio da musikalisch untermalt, bis sich Fenton Anfang der 90er mal auf Dokumentationen spezialisierte. Und zum bekanntesten gehört auf jeden Fall die Musik zur Reihe Planet Erde. Ich glaube, das haben wir so vor 10 Jahren alle in irgendeiner Form irgendwann mal geguckt. Und seitdem ist er eigentlich auch in der höheren Riege der Komponisten angekommen. Die wahre Profession war tatsächlich das Komponieren von Filmmusik. Seine erste Arbeit war für den Film Gandhi. Hat auch auf Anhieb da eine Oscar-Nominierung für bekommen. Eine von 4. Gewonnen hat er zwar bis jetzt noch nicht, aber so für den ersten Versuch für einen Film, vielleicht mal einen Oscar. Immerhin hat er 4 Oscar-Nominierungen, weil zum Beispiel, ich muss nochmal auf Bill Murray zurückkommen, der hat bloß einer. Und hat den auch nicht bekommen. Auch nicht bekommen, nee. Ja, und weitere Filme, wo man ihn schon mal gehört hat, das ist König der Fischer, The Fisher King, und Anna und der König mit Joey und Fat und Jodie Foster oder Gefährliche Liebschaften oder jetzt relativ aktuell The Lady in the Van. Du lachst wieder? Gefährliche Lidschatten. Gefährlich? Habe ich Lidschatten gesagt? Nein, du hast mal angefangen. Gefährliche Liebschaften. Ja, wie Phantom of the Opera, ne? Phantom of the Opera. The Phantom Menace. Da kommen noch ein paar. Hm. So, und jetzt zu Ehren George Fenton und natürlich zum Murmeltier hauen wir jetzt mal einen schönen Dreierblock Originalmusik George Fenton und The Groundhog Day raus. Fenton, Fenton und Fenton.